Volksräte! Volksgenössinnen, Volksgenössen, der Staatsratsvorsitzende Rudolf der Unsichtbare hat sich zusammen mit dem Volkskomitee und dem Nasenweisenrat dazu entschlossen, dass sich das gesamte Land vom Kapitalismus abwendet. Wir müssen uns auf eine neue Definition des Begriffes Wohlstand einstellen. Und deswegen werden wir hier das Brutto-Nationalglück einführen. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderbaren, einzigartigen, großartigen, vielleicht schon etwas skurrilen, merkwürdigen, schrägen Samstagmorgen, der natürlich kein Samstag ist, sondern ein keltischer Dienstag, also ein Marstag. Interessante, spannende Dinge geschehen hier. Man hat vor lauter Kopfkratzen, glaube ich, fast schon keine Kopfhaut mehr oder blutige Fingernägel. Es ist sehr, sehr spannend, dass auf einmal von Scheindebatten gesprochen wird, dass jetzt alles anders ist. Es ist alles ganz, ganz anders. Und ja, Druckzenden ist sozusagen das Donnerdrachenkönigreich, also auch Bhutan genannt. Bhutan, Druü, ja, wir schreiben es Drukjul, aber es nennt sich Druü. Und Bhutan befindet sich, wo befindet sich Bhutan? Haben wir das hier in einer Karte schlecht? Ja, hier sind ja die Bilder mit den Vorgärten. Wie es auch immer ist, eine sehr weise Entscheidung. Ich finde es eine wirklich, na, das noch nicht, eine wirklich gute Entscheidung. Und zwar federführend war Jigme Dorje Wangchuk, ein sehr, sehr interessanter Mann, der leider mit 44 Jahren viel zu jung verstorben ist, wegen großer Herzprobleme. Und er hat Bhutan eben für den Westen geöffnet. Also das ist fast schon die Geschichte mit dem Dalai Lama und Heinrich Harrer. Also so ähnlich, nur bis jetzt ist der Heinrich Harrer dort wahrscheinlich noch nicht aufgetaucht. Aber wie auch immer, interessante Dinge geschehen jetzt. Wir werden uns jeden ebenfalls auf eine neue Zeit einstellen müssen. Wohlstand wird jetzt anders definiert werden. In Takatuka-Land ist das, würde ich sagen, eine ganz normale Folge. Aber wie gesagt, Rudolf der Unsichtbare wird sich auch in dieser Sache eher zurückhalten. Das heißt, Herr Volksgenossen, ihr werdet euren Staatsratsvorsitzenden wieder nicht zu Gesicht bekommen, aber er wird sich aufgrund der Bedeutung der historischen Ereignisse nur noch als eure Heiligkeit ansprechen lassen. Gut, passt. Also das ist auch im basisdemokratischen Sinne. Ah ja, fast hätte ich auf die Astrologie vergessen. Wir haben morgen eine Opposition zwischen Merkur und Saturn. Und naja, das ist ein sehr bemerkenswertes Horoskop. Weil wir sehen hier etwas, was uns natürlich mit großer Trauer erfüllt. Wir sehen hier Bevölkerung, 4. Haus und 9. Haus. Und wir sehen hier Bevölkerung im 9. Haus. Da werden uns doch nicht gewisse Gäste wieder verlassen. Ich meine, wir dürfen nicht vom Schlimmsten ausgehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Taschentuch griffbereit gehabt, wie ich das gesehen habe. Ich war wirklich ergriffen. Also schwere, schwere, schwere Besetzung in diesem Horoskop. Ich hoffe, wir können das rückgängig machen, weil wir wissen, es sollte ja an sich, wie wir gelernt haben, eine Einbahnstraße sein. Aber dass man auf dieser Straße auch wieder zurückfahren kann, muss ich ehrlich sagen, man lernt doch nie aus. Aber wie gesagt, Astrologie und Verschwörungstheorie geben einander die Hände. Also ich würde darauf jetzt nicht so große Bedeutung legen. Ja, legen wir mal Bedeutung, legen wir mal Sinn und raten wir mal, was die Zahlen bringen. Die neuen Zahlen, also heute ist der 10., nicht heute, morgen. Heute ist ja der 9., heute ist dann 9. Tag im 5. Monat, jetzt habe ich es. Und morgen ist der 10. Tag des 5. Monats und im falschen Kalender ist es der 31. Juli. Es ist weder der 31. Tag noch der 7. Monat, aber das macht nichts. Wir haben uns daran gewöhnt, aber ich muss fairerweise sagen, dass die alten Zahlen immer wieder fantastische Informationen liefern. Also war oft besser als die neuen Zahlen in meiner subjektiven Beurteilung. Aber wie gesagt, dazu muss man das Horoskop erfassen und das ist auch oft nicht so einfach. Wir sehen auch in diesem Horoskop Herrscher von 1 in 12, also die Ahnungslosigkeit, die Ratlosigkeit geht weiter, aber mit Mond am Aszendenten nimmt die Ratlosigkeit schon gewisse vage Formen an. Also es kristallisiert sich schon etwas heraus, nämlich das 11. Haus, die
Freunde, also ich glaube, wie war das Lied von diesen, was wie diese Münchner Band geheißen hat, dieses Wo bist du? Also hier wird jetzt gesucht, verzweifelt wird jetzt gesucht nach irgendjemandem. Hauptsache, die Volksgenossen haben wieder jemanden, mit dem sie was auch immer machen können. Ja, richtig, eindeutig. Also, who is Johnny? Hier wird jetzt verzweifelt gesucht und wir wünschen ihnen viel Glück, denn eines sind sie auf jeden Fall kompetent, überlegen und ihrer Zeit immer sehr weit voraus. So weit voraus, dass wir ihre Handlungen nicht abschätzen können. Die Sinnhaftigkeit auch nicht. Es ist zu weit. Sie haben den Bezug zur Realität schon lange verloren. Und wie gesagt, Takatuka-Land winkt, droht, das Bruttonationalglück wird jetzt eingeführt. Und hier, besonders spannend, das habe ich vergessen hervorzuheben. Ich weiß nicht, kann man das lesen? Ich müsste da ranzoomen. Du bist mal Hightech, ja. Ich fürchte, beim Bruttonationalglück wird es schon hier mal große Probleme geben, weil hier im gelben Kreis steht drinnen gute Regierungsführung und Gleichheit vor dem Gesetz. Oi. Da haben wir schon mal einen doppelten Fehlversuch. Also ich glaube, das wird nichts werden mit dem Bruttonationalglück. Und dann Förderung eines freien und resilienten Kulturlebens. Naja, ich meine, wir haben ein internationales Kulturleben. Ich sage jetzt nichts. Ökologische Nachhaltigkeit, ganz wichtig, grün im Hintergrund und rot nachhaltige und gerechte wirtschaftliche Entwicklung. Also ich würde sagen, die wirtschaftliche Entwicklung beginnt natürlich beim Hindukusch. Also wie gesagt, interessante Ansätze und ich würde sagen, gehen wir zu den Zahlen, weil sonst müssten wir vor Tränen der Freude oder in Tränen der Freude ausbrechen. Ich würde sagen, nehmen wir die 9 Zahlen als erste, 10, 15, 16, 23, 27 und daraus resultieren die 9. Ich bin immer wieder glücklich, wenn ich es nach dreimaligen Rechner mit Taschenrechner dann richtig herausgequetscht habe, die Zahlen. Die 10 steht für die Sonne. Ich würde sagen, die 10 steht für das Sonnensystem, für die Matrix, in welcher all das hier stattfindet. Du weißt ja, Mond-Saturn-Matrix, der Mond als Relaisstation und der Saturn als Sendestation. Also Saturn als alte, erloschene Sonne, die von den Satanisten nach wie vor als ihr Heimatstern angebetet wird. Und die Sonne hat hier eine bemerkenswerte Sonderstellung. Ja, Sonne und Sonderstellung, Sonderschule, passt alles zusammen. Und zwar Spitze 12. Haus und interessanterweise Neptun auch Spitze 8. Haus. Also es gibt hier eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Sonne und Neptun, aber bei Herrscher von 1 in 12 brauchen wir uns ohnehin keine Sorgen machen, dass zu wenig Ratlosigkeit, Vernebelung und Ahnungslosigkeit da wäre. Ich würde sagen, dafür ist reichlich gesorgt. Es kommt dann noch Planlosigkeit, Inkompetenz und Ahnungslosigkeit auch noch dazu. Also ich würde sagen, wir sind auf der absolut sicheren Seite. Die 15 an zweiter Stelle. Ja, die 15 zeigt uns große Abhängigkeit, Machtspiele. Ja. Nicht loslassen können. Man möchte weiterspielen und natürlich hängt hier auch ein hohes Maß an Sexualität drinnen. 15 steht übrigens für den Teufel, der aus der Tiefe kommt, Satan, der Ankläger. Ja, sehr, sehr spannende Zahlen. Und die 16 weist uns auf ein rasantes Ereignis hin, was meines Erachtens eindeutig ins 9. Haus führt. Ja. Also das heißt, es könnte hier, ich habe mir das ausgerechnet, wenn ich dieses Horoskop jetzt gelten lasse bis zum 2.3.2023, ich habe es diesmal angenommen, wenn der Merkur wieder in Konjunktion zu Saturn geht. Das heißt, wir haben eine deutlich längere Dauer, dieses Mal von 214 Tagen. Jedes Haus hat eine Länge von 18 Tagen. Das heißt, wir kommen hier auf eine Auslösung um den 56. Tag herum. Ich würde sagen, das zeigt Anfang Oktober. Und hier könnte Anfang Oktober, könnte es zu einem rasanten Ereignis kommen. Möglicherweise ein Verlassen unserer Heimat auf großer Basis. Wir hätten das niemals gehofft, niemals erwartet und wir sind auch im Voraus schon sehr betrübt darüber. Also die Bereicherung ist unfassbar, was hier mit dem Bruttonationalglück alles ausgelöst wird. Die 23, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von fern ein Lichtlein her. Das ist eine sehr positive Zahl, eine Erfolgszahl, aber man hat es zu weit kommen lassen. Man hat sozusagen viel zu lange dem bösen Treiben zugesehen. Naja, an was erinnert mich das wohl? Die 27 an letzter Stelle, aber dafür doppelt, steht wieder für Fleiß, für Ehrgeiz, für eben die steinbockhaften
Tugenden unserer Bevölkerung, weil der Fleiß ist uns in die Wiege gelegt und ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viel geschafft und ich glaube, die halbe Welt hat sich über unsere Leistungen auch immer wieder regelmäßig gefreut. Naja, ich meine, wir sind sozusagen die Zahlmeister dieses Planeten. Ein gutes Gefühl, es ist ein gutes Gefühl. Und es endet mit Merkur, gefällt mir deswegen sehr gut. Warum? Weil der Merkur ist der Geburtsregent wegen Aszendent Jungfrau. Also endet mit Rückzug. Rückzug, Demut, Bescheidenheit, nein, Nachdenkprozess. Es geht hier um Nachdenkprozesse. Und wir stürzen uns gleich auf die alte Zahlenreihe, die da lautet. Wo haben wir sie? Die da, die dö, die da, da, die. Die Todel, ist es verrückt. 31, 38, doppelte 40, 42, 44, daraus resultierend die 8. Die 31, naja, der Zuckerberg, der Zuckerberg, der sackt und ich glaube Sack heißt ja saugen, oder? Aber bei uns ist es ja, glaube ich, ein leinenartiger, weicher, flexibler Behälter, der Sack, oder? Der Sack, Sackergesicht, Sackge, man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es hier um starke Machtausübung, das ist der absolute Psychopath, der absolut, der die Unterwerfung am liebsten hat und er soll sich, würde ich sagen, um seinen eigenen Mist kümmern. Ja, ja. Früher hat man es in der Volksschule, hat man es Stammbuch genannt, ja, und dann wurde es als Fratzbuch, wurde es zum Milliardengrab für, ja, was auch immer. Man muss halt nur aus der richtigen Richtung kommen und mit den richtigen Rockefeller, mit den richtigen Verwandten sein. Die 38 an zweiter Stelle. Die 38, wissen wir, ist sozusagen eine starke Magiezahl, ein Schauspieler, man spielt Rollen, aber nicht selber, eine Maske davor und man macht sich und anderen sehr gerne etwas vor, wie wir dazu sagen, jemand mit dem ausschütten oder eine Show abziehen und so weiter, ist sehr stark im Verstand verankert und tendiert zur Explosion, wenn man durchschaut wird. Und hier ist eben auch die Botschaft, wie bei so vielen anderen Zahlen auch, über die Gefühle zu reden, fällt sehr, sehr schwer, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Die 40, der Kuschelhammer, unser Kerl, nein, nicht ganz, also so weit hat es, der Kuschelhammer ist die 47. Und hier geht es darum, man ist sehr charmant, es ist eine nette, liebe, freundliche, kuschelige Zahl, aber immer bedenken, es ist eine Viererzahl, es ist eine Machtzahl. Sie kommen ja auf Sears, wir sehen ja auch Spitze 10, die Stadtzipaten als Venus. Kinder, ich habe euch was mitgebracht, es ist ein in Watte gekleideter Hammer. Ja, ja, so schaut's aus, aber das haben wir ja schon ein bisschen durchschaut. Nach zahlreichen Blessuren. Die 42 an fünfter Stelle, naja, was soll man dazu sagen? Die 42, ja, es ist spannend, gell? Hier die alte Zahlenreihe und die neue Zahlenreihe 15, 42, die leben Tür an Tür. Die 42, starke schwarzmagische Zahl, man holt sich die Liebe mit Zwang, man erdrückt mit Liebe, es ist eine stark plutonische Zahl, man möchte im Mittelpunkt stehen und hier läuft auch sehr viel über Sexualität. Naja, klar, 4 und 2 ergibt noch immer die 7, glaube ich, gell? Oder muss ich nochmal Taschenrechner holen? Die 44, Rosamunde Pilcher, es schaut ganz schlecht aus, aber in der letzten Minute finden sie dann doch zusammen. Großartig, das Taschentuch, die 100er-Packung, immer griffbereit. Die unglücklich Liebenden, unerfüllte Liebessehnsucht, man trifft aber auf den Partner des Kosmos. Also großartig, es ist Happy End garantiert. Und zum Schluss, besser geht's gar nicht. Die Wurst ist runter, Zwieback eckig, den einen geht's gut, dem anderen dreckig. In dem Sinne, weiter zum zweiten Teil. Ende.